Hallo meine Freunde, es gibt mal wieder ein neues Video und heute komme ich endlich mal dazu, meine allererste Waffe hier tatsächlich mal genauer drauf einzugehen und vorzustellen und zu zeigen. Ich war lange am Überlegen, mit was fange ich an und letztlich habe ich mir gedacht, weißt du was, fang einfach mit der allerersten richtigen Waffe an. Ja, und da man ja dann direkt zu Beginn zwei Waffen kaufen darf, ja, hatte ich da die Auswahl zwischen einem KK-Selbstlader und einer Großkaliberpistole und ich fange heute an mit der Großkaliberpistole. Ihr habt es ja bereits im Intro gesehen. Ja, da habe ich ja eine kleine Schusssequenz eingeleitet, wo ich zwei Magazine mitgeschossen habe. Ja, und zwar geht es darum, um eine Glock 17 Gen 4. Das war meine allererste Großkaliberwaffe, die ich gekauft habe, eine Kurzwaffe. Die Glock an sich braucht man, denke ich mal, nicht mehr groß vorzustellen. Die ist eigentlich bekannt. Ich tue es aber trotzdem einfach, weil ich es kann. Ja, ist einer meiner ersten Waffen gewesen. Ist definitiv einer der Waffen, die die höchste Schussbelastung bei mir durch hat. Und ist definitiv auch einer meiner zuverlässigsten Waffen, die ich überhaupt besitze. Also Probleme mit der Glock hatte ich tatsächlich noch nie. Und die habe ich schon mit allem Möglichen gefüttert, also munitionstechnisch. Aber dazu komme ich. Primär erstmal, ja, wofür habe ich die Waffe damals gekauft? Ja, die erste Waffe kauft man für alles. Dementsprechend habe ich mit der Glock auch alles geschossen. Präzisionsdisziplinen, dynamische Disziplinen, einfach alles mit der Glock. Der Erfolg war durchwachsen, würde ich jetzt mal behaupten. Ich schieße mit der Glock okay, kann ich so sagen. Für die Präzision habe ich zwischenzeitlich eine andere Waffe ausgewählt, die leider nicht ganz so gut funktioniert, mit der ich nicht zufrieden bin und die dann auch bei Zeiten ausgetauscht wird durch was anderes. Daher schieße ich aktuell wieder mit der Glock alles. Und in puncto Präzision ist die Glock meiner Meinung nach nicht unbedingt das ultimative Mittel der Wahl. Da gibt es einfach bessere Waffen. Ja. Für das dynamische Schießen, ich schieße damit primär Klappfallscheibe, also sprich auf 25 Meter werden auf plus minus 20 cm große Stahlziele geschossen. Da läuft das Ding einwandfrei. Und ja, man bekommt auch alles Mögliche an Zubehör. Ja, hauptsächlich in Deutschland braucht man vor allem Magazine. Die bekommt man immer wieder. Zum Teil sehr, sehr, sehr günstig. Ich habe zum Beispiel mal einen 10er-Pack beim Glocktober bei Brownells bestellt. 10 Stück für unter 160 Euro. Was will ich denn mehr? Mit Magazinen bin ich versorgt. Habe sogar ein 30er-Magazin. Habt ihr ja in einem anderen Video schon mal gesehen. Ja, funktioniert. Ansonsten, was gibt es groß zu erzählen? Besonderheit an der Glock und auch eines der großen Bereiche, mit denen sie ihren Durchbruch gemacht hat, die Glock verfügt erstmal über keinerlei klassische Sicherung. Also sprich, ich habe hier keinen Hebel, den ich irgendwie betätigen kann und dann ist die Waffe gesichert. Die Waffe ist quasi permanent entsichert. Ja, sie hat kein Double Action, sondern ist ein Single Action. Das heißt, ich kann da ganzen Tag rummachen, das passiert nichts. Ja, hat Standardmagazine, in dem Fall jetzt mit 17 Schuss Kapazität. Wie gesagt, gibt auch größere Magazine. Ja. Und dann ist eigentlich auch schon über die Glock soweit erstmal alles erzählt. Ja. Für die Reinigungsfetischisten, die Waffe reinige ich plus minus alle 10.000 Schuss. Ansonsten kriegt die nicht wirklich viel an Reinigung, weil funktioniert, läuft. Ja. Dann habt ihr das ja im Video gesehen. Ich schieße diese Glock nicht nur pur, sondern ich schieße auch in so etwas. Das ist ein CAA Mikro-Roni-System, kommt aus Israel, ist ein sogenanntes Schaftsystem für Kurzwaffen. Zeige ich kurz, ist vom Prinzip her total simpel. Ich habe hier unten einen kleinen Knopf, drücke ich drauf, ziehe die Halterung nach unten und dann kann ich das hier aufklappen. Ich nehme den Spannschieber, das ist aus einem Kunststoff, sehr robust. Setze den hier oben einfach auf den Schlitten von der Glock drauf. Anschließend setze ich die komplette Glock ein, klappe das hier wieder zu, drücke runter und schon habe ich eine Pistole im Anschlagschaft. Auch dafür gibt es mitunter Disziplinen.
Ein Beispiel ist beim BDS, Bund Deutscher Schützen, Klappfallscheibe, Pistole im Anschlagschaft. Habe ich mich selber auch schon ein paar Mal dran versucht. Bis jetzt ist der Erfolg nicht ganz so gut. Liegt hauptsächlich einfach an mir, weil ich halt nicht unbedingt der beste Schütze bin. Und an dem total billigen optischen Visier, das ich hier oben drauf habe, das ich auf jeden Fall ersetzen möchte, muss. Ja. Fun Fact am Rande, jetzt haben wir sogar eine Sicherung. Ja. Ja, ansonsten das Mikro-Roni-System ist, ja, eine an sich tolle Geschichte, ist meiner Meinung nach das beste Schachtsystem, was es für die Glock gibt. Aber das ist meine persönliche Meinung, verfügt über ein Standard-Rail-System, mit dem ich, wo ich mich dann voll und ganz auslassen kann. Liegt in meinen Augen super geil in der Hand und wie ihr es ja auch mitunter gesehen habt, kann ich hier Magazine im Vordergriff installieren und dann halt ganz normal laden. Ja, und ansonsten, ja, Durchladehebel beidseitig, ist also für Links- und Rechtshänder dann entsprechend geeignet. Liegt meiner Meinung nach super in der Hand, kann man gut führen, kann man entsprechend schießen. Wie gesagt, bei mir ist es vor allem das dynamische Schießen. Theoretisch für die ganzen, die da ultra kompaktmäßig unterwegs sein wollen, kann man das auch entsprechend kleiner machen. Hat trotzdem den Vorteil, dass man die Waffe entsprechend handeln kann. Ja, und zum Rückbau, auch hier wieder Knopf drücken, runterdrücken, Klappe öffnen. Jetzt muss ich hier vorne, habe ich links und rechts zwei, ich weiß nicht, wie man das nennt, Druckknöpfe. Daran ziehe ich, dann kann ich die komplette Waffe entnehmen. Mache wieder den Durchladehebel runter. Und fertig ist der ganze Lack. Und dann habe ich wieder raus. Waffenrechtlich ist ja natürlich auch immer interessant. Wenn ihr so ein Schaftsystem verwendet, wird eure Kurzwaffe nicht zu einer Langwaffe. Hintergrund ist zum einen, weil die das mit der Gesamtlänge schon mal spannend wird. Also das hier, kleinstmögliche Form, ist definitiv kleiner als 60 cm. Damit geht es schon mal los. Und das nächste, die Lauflänge ändert sich ja trotzdem nicht. Dementsprechend, es ist nach wie vor eine Kurzwaffe, das heißt, ihr dürft nach wie vor bis zu 20 Schussmagazine verwenden. Dürft natürlich auch kleinere benutzen, wenn ihr darauf Bock habt, ist ja kein Problem. Aber rechtlich gesehen auch damit immer noch eine Kurzwaffe, keine Langwaffe. Ja. Und das Ding ist im Übrigen frei verkäuflich. Gibt es auch andere Systeme, ja, von, keine Ahnung, K-Pos oder so. Aber mein persönlicher Favorit, meiner Meinung nach, das beste System, was es gibt, ist eben das Original CAA aus Israel. Ja, meine persönliche Meinung. Ja, zum Thema Schießen, Nutzung von Munition ist ja auch immer so eine ganz wichtige Frage und ist auch in vielen Bereichen eine Glaubenssache, sage ich jetzt mal. Ja, welche Munition verwende ich für meine Glock? Ich verwende damit ganz klassisch die S&B. Ja, 124 Grain Vollmantelgeschoss. In den meisten Fällen die Schüttpackung, weil ich habe es ja angesprochen, ich schieße damit hauptsächlich Klappfallscheibe. Das heißt, ich habe einen recht hohen Munitionsverbrauch und da bieten sich die großen Schüttpackungen an. Alternativ, weil ich sie immer wieder mal günstiger bekomme, die Gecko 124 Grain 9mm Standard Vollmantelgeschosse. Auch die verwende ich regelmäßig dann, wenn ich sie vor allem zu einem halbwegs günstigen Preis bekomme, was jetzt aktuell schwieriger wird, aber ja, benutze ich. Ist im Übrigen, falls es jemand auch interessiert, die ungarische Fertigung läuft einwandfrei. Und was ich auch zu Hause habe, weil ich sie ab und zu mal zu einem guten Preis bekomme, ist die Magtech. Auch hier 124 Grain, Vollmantel, nichts Außergewöhnliches, nichts Besonderes. Ja. Für die Präzisionsschützen, ich habe mit allen drei Munitionssorten ein identisches Trefferbild. Da gibt es keine wirklich großen Abweichungen. Und ich habe es ja auch schon gesagt, mit der Glock, ja, man kann gut schießen, man kann damit auch präzise schießen, wer aber wettkampfmäßig unterwegs sein muss, da muss ich ganz ehrlich sagen, da ist die Glock definitiv nicht meine allererste Wahl. Da gibt es ganz viele andere Waffen, die prädestinierter dafür sind. Fürs dynamische Schießen hingegen empfinde ich durchaus, ist die Glock konkurrenzfähig. Ja, damit bin ich auch zumindest in Teilen ganz erfolgreich, gerade auf der Klappfallscheibe schieße ich sie sehr gerne und auch durchaus mit akzeptablen Platzierungen.
Und das ist durchaus etwas, wo man sagen kann, da kann man die Glock kaufen. Das nächste ist natürlich Preis-Leistung. Das muss man ja auch immer ein bisschen bedenken. Schießen kostet ja auch ein bisschen Geld. Die Glock ist halt auch einfach eines der günstigsten Kurzwaffen, die man auf dem Markt bekommt. Ja. Falls es noch jemand interessiert, ich habe auch mal die Hexagon mit ausprobiert. Also sprich die Gecko-Hexagon, die ja in vielen Bereichen als Präzisionswunder gilt. Bei der Glock konnte ich da keine Unterschied feststellen. Ich habe auch Holopoints ausprobiert, Teilmantelgeschosse, Kegelspitz und lauter lustiger, tolle anderen Sachen. Ich konnte keinen nennenswerten Unterschied bei den Munitionssorten feststellen, weswegen die Glock vor allem mit dem gefüttert wird, was billig ist. Ja, weil ich halt viel Masse schieße. Ja. Damit bin ich jetzt dann eigentlich soweit erstmal durch. Ihr dürft gerne in den Kommentaren schreiben, ob ihr auch schon mal eine Glock geschossen habt, was ihr von der Glock haltet, ob ihr vielleicht sogar selber Glock-Nutzer seid. Ja, es gibt ja nicht nur die Glock 17, es gibt ja noch diverse andere Modelle. Fun Fact am Rande, weil der ein oder andere sich das vielleicht fragt. Ja, die Glock 19 hatte ich auch in der Hand. Die Glock 19 war aber für meine Pizzateller-Hände einen dicken zu klein. Also hat sich irgendwie falsch angefühlt. Deswegen ist es bei mir die 17 geworden. Ansonsten empfinde ich die Glock als hervorragende Kurzwaffenpistole, die sich ganz gut eignet, um auch sportlich zu schießen. Und ich denke auch, der ein oder andere Jäger, der vielleicht bei mir Abonnent ist und das Video schaut, der wird von der Glock sicherlich auch sehr begeistert sein, weil es einfach ein Arbeitstier ist. Ja, aber wie gesagt, dürft ihr gerne drunter schreiben. Was auch immer interessant ist, wenn ihr dieses Video gesehen habt und ihr habt die Waffe und schießt vielleicht mal eine Disziplin, die ich nicht erwähne, schreibt die gerne unten in die Kommentare, denn der Kanal lebt von euren Kommentaren, denn dann können wir uns natürlich alle auch ein bisschen ein Stück weit weiterentwickeln und weiterbilden. Ansonsten soll es das soweit gewesen sein. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Daumen hoch wäre toll. Kommentieren ist immer ganz toll, dann kriege ich nämlich auch ein gewisses Feedback und weiß auch ein bisschen Bescheid. Und wer jetzt noch nicht abonniert hat, wird auf jeden Fall Zeit. Ich wünsche euch einen schönen Tag. Servus.